I love to dress up. Hello, my loves. Welcome back. Falls du neu hier bist, mein Name ist Katja, aka Katjuscha, und das ist mein YouTube-Kanal. Willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Nehmt euch was Heißes zu trinken, einen Kaffee oder einen Tee. Oder auch was Kaltes, wenn ihr wollt. Heute begleite ich euch durch ein Video, was ich seit langer Zeit machen wollte. Und zwar Outfits nachstellen aus Filmen, die ich mag. Und heute zeige ich euch Outfits von Catherine Mitchell. Ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht, aber egal. Von Catherine aus dem Film Cruel Intentions. Oder auf Deutsch auch Eiskalte Engel. Wobei ich nicht so ganz weiß, wie der Name jetzt zu dem Film passt. I don't know. Cruel Intentions passt auf jeden Fall besser. Kurze Erklärung, falls ihr den Film nicht kennt, der ist von 1999. Schon so alt wie ich. Basically zwei Teenager aus der High Society, die geil drauf sind, den Ruf von anderen Menschen zu zerstören und daraus ein Spielchen zu machen. Es ist eigentlich ein ziemlich toxischer Film, aber ich liebe ihn trotzdem. Ich mag die Schauspieler, ich mag die Outfits, ich mag die ganze Darstellung von ihrem Film und ich mag vor allem die Outfits von Catherine. Deswegen zeige ich euch heute vier iconic Outfits von Catherine, die ich persönlich als iconic abstempeln würde. Ich wäre auch gern eigentlich Schauspielerin, ne? Einfach nur, um die Outfits alle anzuziehen, die man da bekommt. Und ja, let's go! Das allererste iconic Outfit von Catherine ist aus der ersten Szene, in der man sie sieht. Da sitzt sie mit so einem Girl, von dem sie plant, den Ruf zu zerstören und trägt so einen Anzug im Nadelstreifen-Look. Der Blazer ist so ein bisschen länger, den habe ich leider so nicht gefunden. Ich habe aber ein Set gefunden für nur 10 Euro bei Vinted. Habe das dann genommen, weil es so richtig snatched sitzt. Die Hose ist auch mega geil. Ich musste die nur ein bisschen enger nähen an den Seiten, aber sie sitzt jetzt richtig Bombe. Darunter trägt sie ein Korsett. Habe ich von Amazon geholt, weil ich das einfach nirgends gefunden habe, gebraucht. Zu dem Korsett trägt sie einen orangenen BH. Und ich habe so einen BH natürlich nicht gefunden. Ich habe einfach so einen alten BH genommen, den ich noch über hatte und habe dann so einen orangenen Chiffonstoff so darüber drapiert. Hier ist ein kleines Tutorial, falls ihr es wollt, wie ich das gemacht habe. Hier einen alten BH. Den nehme ich einfach. Dann habe ich so Chiffon gekauft in Orange. Und dann versuche ich das irgendwie so da drüber zu klatschen über den BH, dass der orange aussieht. Wie, weiß ich noch nicht. Ich denke, ich mache so Falten. So irgendwie. Flecken. Welcome back zu einem Voiceover. Ich habe hier einfach geschaut, wie viel Stoff ich ungefähr auf einem Cup brauche und habe den dann in der Mitte einmal geteilt. Und dann habe ich an diesen Rädchen gedreht für die Länge und die Breite des Stichs und habe es dann auf das Weiteste gestellt. Und dann habe ich angefangen, an einer Seite einmal am Rand entlang zu nähen, ohne Rückstich, damit ich das an den Fäden so zusammenraffen kann. Seht ihr hier? Ich habe einfach an dem unteren Faden gezogen. Dann habe ich das Ganze an meinen BH irgendwie angepasst und habe so einen Knoten an beiden Seiten gemacht, damit diese Raffung sich nicht mehr löst. Ich hatte gar keine Ahnung, wie ich anfangen soll, also habe ich eine Seite des Stoffs einfach irgendwie an dem BH angepinnt und festgenäht. Um den Bügel herum habe ich dann angefangen, so Falten zu formen und habe die dann alle festgepinnt und einmal da komplett entlang genäht. Das Ganze sah dann so aus. Dasselbe Prozedere habe ich dann am oberen Teil des BHs nochmal wiederholt und den restlichen Stoff mit einem Zickzackstich am anderen Teil des BHs befestigt. Und das alles habe ich dann auf der anderen Seite auch gemacht und voilà, wir haben Catherines BH fertig. Wow. Ich finde, der BH sieht fast so aus wie das Original, würde ich jetzt behaupten. Schuhe. Ich habe tatsächlich fast dieselben Schuhe gefunden, die sie trägt in dem Film. Also die glänzen ein bisschen silber bei ihr. Meine glänzen ein bisschen bronze, braun. Aber sie sehen halt vom Fit aus wie die aus dem Film. Ich bin so happy darüber. Die Schuhe waren auch echt teuer für etwas gebraucht. Ich glaube, ich habe 25 Euro für die bezahlt. Aber ich dachte, ich muss die einfach haben, weil sie dem Original so nahe kommen. Schmuck. Sie trägt so eine Rosenkranzkette, wo sie Aufputschmittel drin behält. So eine habe ich natürlich nicht gefunden. Wir waren auf dem Flohmarkt mit Lea in dem letzten Video. Und da habe ich tatsächlich so eine Kette gefunden. Ich glaube, die wollten 10 Euro oder so noch haben für die Kette. Und ich dachte, ne, ist ja keine 10 Euro für so eine gebrauchte Kette. Ich habe im Endeffekt eine für 15 Euro jetzt bei Amazon gekauft, weil ich keine andere mehr gefunden habe. Hätte ich die mal vom Flohmarkt mitgenommen, aber egal. Und sie trägt auch in jeder Szene so eine silberne Kette mit so Diamanten dran oder sowas. Die habe ich tatsächlich nicht gefunden, nirgends. Ich habe die weder in einem Schmuckladen gefunden, noch irgendwie bei Douglas, nicht gebraucht, gar nichts. Also habe ich jetzt keine. Immerhin habe ich die Rosenkranzkette. Und hier ist Catherines iconic Outfit Nummer 1, von mir dargestellt. Outfit
ist dieses All Brown Set, was sie trägt. Das ist kein Set, aber ich nenne es jetzt einfach mal so. Sie trägt ein braunes Neckholder-Top, eine passende braune Hose dazu und dieselben High Heels, die ich gerade schon gezeigt habe. Für das Neckholder-Top habe ich tatsächlich nichts gefunden und habe mir dann einfach den Stoff gekauft und das Top selbst genäht. Und hier ist ein kurzes Tutorial. Ich habe Stoff gekauft, so ein braunes Jersey. Und das ist so unglaublich weich. I love it. Und ich bin froh, dass ich richtig viel davon gekauft habe, weil dann kann ich mir noch ein Oberteil daraus nähen. Für das Top brauche ich nur so ein Stück. Das ist so ein Haltertop und ich habe so einen Top, was so ähnlich vom Schnitt her ist. Dann orientiere ich mich einfach daran. Muss eigentlich echt schnell gehen. We just try something out, I guess. Das skizziere ich jetzt einfach darauf ab, schneide es aus und nähe es alles zusammen. Momentan sieht es hier chaotisch aus, weil Lea volle Kanne am Malen ist. Look at this. Man sieht doch sofort, dass das Lea ist. Krass, oder? Ich finde das geil. Also um ehrlich zu sein, weiß ich nicht ganz, ob es schlau ist, direkt auf dem Stoff auszuschneiden. Aber irgendwie habe ich gerade gar keinen Bock, Schnittmuster zu machen. Also machen wir es einfach auf dem Stoff. Ich habe den Spaß dann einfach auf dem Stoff direkt ausgeschnibbelt. Okay, meine Kamera ist gerade ausgegangen, aber hier sind die zwei Stücke. Vorder- und Rückseite. Und da kommt dann noch so Bänder. Da kommen Bänder dran. Also ich nähe erst schöne Seite auf schöne Seite die beiden zusammen und die Seiten. Nachdem ich alle Ränder mit der Overlock versäubert habe, habe ich oben einmal komplett um den ganzen Rand herum ein Gummiband mit einem Zickzackstich angenäht. Jetzt drehe ich einfach zweimal das Gummi ein und nähe da entlang. Ich habe die Spitze abgeschnitten, weil das irgendwie Sinn ergibt. Keine Ahnung, ich habe es einfach gemacht. Ich bin gerade absolut überrascht davon, wie gut das aussieht. Guckt euch das an. Wow. Ja, jetzt verschließe ich noch unten und dann kommt das Band dran. Für das Band schneide ich einen ca. 2 cm breiten Streifen aus und nähe das Ganze auf links mit der Overlock zusammen. Und dann drehe ich das mit einer Sicherheitsnadel wieder auf rechts zurück. Den Spaß befestige ich dann am Top und bin fertig. Ich finde das cute. Ich habe es echt schnell hinbekommen. Ich glaube, es war eine Stunde oder so, die ich dafür gebraucht habe. Yeah. Die Hose habe ich gebraucht gekauft. Leider nicht in dem hellbraunen Ton, in dem sie die Hose hat. Da habe ich einfach nicht gefunden. Der Fit ist aber ähnlich, weil die ein bisschen kürzer ist. Die ist nicht so lang und sie ist eng sitzend. Dazu trägt sie wieder ihre silberne Kette, die ich nicht habe. Ich finde das Outfit einfach schlicht, aber nice. Das war's auch schon. Und hier ist das Iconic Outfit Nummer 2. Ist Catherine nicht ganz Catherine. Ich blicke durch den Film nicht ganz durch, aber das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Sie trägt einen rosanen Morgenmantel mit einem rosanen Nachtkleid drunter und es spricht komplett gegen die Person von Catherine, weil sie ja so ein bisschen gemein ist und sie trägt halt immer eher so dunklere Sachen. Und ich finde, in dieser Szene merkt man einfach, dass sie irgendwie ihre Gefühle mehr zur Geltung bringt und deswegen hat sie wahrscheinlich ein rosanes Outfit an. Vielleicht war das der Gedanke von den Kostümdesignern dahinter. Ich weiß es nicht. Jedenfalls finde ich diesen Morgenmantel so schön, dann musste ich den nachnehmen. Das ganze Outfit ist selbst genäht und hier ist halt schnell durchlaufen, wie ich dieses Outfit genäht habe. Für dieses Outfit habe ich leider keinen rosa Satinstoff gefunden. Er war überall ausverkauft, keine Ahnung warum, aber ich habe dann einfach rosa Jersey gekauft und habe darauf dann so Trapeze und Rechtecke ausgeschnitten, die ich vorher an mir abgemessen habe. Und dann habe ich alles zusammengelegt und auf links zusammengenäht. Das Ganze habe ich dann angepinnt an meine Puppe und habe mit meinem auch rosa Chiffonstoff geschaut, wie viel ich ungefähr für die Ärmel brauche. Dann habe ich die Stichlänge und Breite auf das weiteste gestellt und entlang der Mitte und den beiden Seiten entlang genäht, sodass ich wieder den Stoff raffen konnte. Den Ärmel habe ich dann an den Teil den Part des Mantels angepasst und das Ganze wiederholt für den zweiten Ärmel. Okay, so I stick this shit into here. No, like that. And then I stick this into here. Ich habe dann irgendwie herausgefunden, wie ich den Ärmel in den Taillenpart hinein sandwichen muss. Habe das dann gemacht und festgenäht. Dann habe ich das Ganze wiederholt auch mit dem zweiten Ärmel. Dann sah das so aus. Wow, pretty. Die Ärmel habe ich dann schöne Seite auf schöne Seite verschlossen und einen Tunnel genäht, wo dann ein Gummiband durchkommt. Ich bin nicht mehr der krasse Tierbob.
I know, aber du bist ja immer noch hier, wie du mir geschrieben hast. Ist das nicht der hübscheste Mann auf Erden? Aber das ist nicht mein Bias. Also der Favorite. Ach so, ah, okay. Jungkook ist mein Bias. Tay ist mein Bias-Wrecker. Was denn ein Bias-Wrecker? Ja, der wreckt mich manchmal so krass mit seinem Aussehen. Oh, das ist so mies, cringe, I care. Nachdem ich mit einer Sicherheitsnadel das Gummiband durch meinen Ärmel gesteckt habe, habe ich angefangen mit dem unteren Teil des Mantels. Dazu habe ich mir ein passendes Stück Chiffon ausgerissen statt ausgeschnitten und habe es dann wieder mit so einer Raffung passend ausgelegt und gesandwiched in meinen Taillenpart des Mantels. Ich habe dann angefangen mit dem Nachtkleid. Ab dem Zeitpunkt war ich richtig müde und habe dann irgendwie provisorisch irgendwas da ausgeschnitten. Ich habe es auch nicht mehr für nötig gehalten, überhaupt was zu filmen, und dann kam da so ein Kleid bei raus. Ich habe dieses Kleid jetzt 2 Stunden lang genäht. Ich habe es mir irgendwie aus meiner Asscrack rausgezogen und es sieht auch dementsprechend aus. So here it is, a sleeping dress. Ich meine, so als Schlafkleid geht's fit. Hinten ist nicht so schön, weil es irgendwie so locker sitzt. Aber it does its job. Und ich dachte, die Träger wären irgendwie süß, wenn die auch aus dem Stoff sind. Wie bei dem Mantel. Für unter dem Mantel tragen geht's fit, I guess. It's okay. I just leave it like that. Ja, also von weiter weg sieht's auch gar nicht so doof. Ich habe dann zum Verschließen des Mantels noch Korsetthaken angenäht und dann war ich auch schon fertig. Ich bin nicht so hundertprozentig zufrieden damit. But it's fine. Ich mag diesen Jersey-Stoff da nicht. Ich hätte sehr gerne Satin-Stoff da gehabt, aber it is what it is. Ich finde es immer noch sehr cute. Ich werde es auch so anziehen, weil ich das einfach mega sweet finde. Ja, da fühlt man sich wie so eine Fee zu Hause, wenn man damit rumrennt. Mit so einer Tasse Kaffee und dann so schön Lana Del Rey-Musik dazu hört oder so. Beste Leben. Wir haben einen rosanen Morgenmantel. Wir haben ein rosanes Nachtkleid und wir haben Silberschmuck. Und Schuhe weiß ich nicht. Schuhe sieht man in der Szene gar nicht, aber ich würde jetzt vermuten, sie trägt keine, weil es halt ein Morgenmantel ist und weil sie davor im Bett lag. Das Allerhöchste, was sie tragen würde, wären Pantoffeln. Wäre komisch, wenn sie einfach wirklich High Heels anziehen würde und immer noch aus dem Bett schlüpft. Ich habe keine Schuhe dazu, ich habe auch keine Pantoffeln. Deswegen präsentiere ich das barfuß. Und hier ist das Iconic Outfit Nummer 3. Outfit. Und das finde ich Bombe. Ich nenne es das Revenge-Outfit. In der Szene ist sie richtig gemein. Wenn ihr den Film schaut, wisst ihr, was ich meine. Silber ist so ein bisschen edgy. Und sie ist edgy in dem Film. In der Szene. Kann man das so sagen? Sie ist auf jeden Fall sehr gemein. Und irgendwie repräsentiert dieses Silber-Outfit ihr Verhalten. Jedenfalls, sie trägt ein Mesh-Top. In Silber. Das war sehr schwer. Das Oberteil zu finden, irgendwo gebraucht, habe ich nicht. Ich habe es nicht gefunden. Sie hatten entweder einen ganz komischen Schnitt, waren cropped oder war nicht exakt die silberne Farbe. Ihr Top glänzt minimal, aber es ist auch kein Mesh, sondern irgendwie Organza, aber so eine Mischung. Jedenfalls habe ich dann einfach Deko-Stoff gekauft bei Amazon, weil ich so verzweifelt war, nichts gefunden habe. Und hier ist ein Tutorial, wie ich aus diesem Deko-Stoff einen Top genäht habe. Ich bin gerade fertig damit geworden, das erste Outfit zu filmen, und ich habe gerade bemerkt, dass meine Speicherkarte kaputt gegangen ist. Meine Kamera erkennt sie, aber mein Laptop nicht. Also habe ich gerade die letzten 2 Stunden damit verbracht, die Videos von meiner Kamera auf mein Handy zu übertragen und von meinem Handy auf mein Laptop zu übertragen. Was tue ich mir jetzt nicht weiter an? Ich habe jetzt eine neue Speicherkarte bestellt und jetzt filme ich den Rest mit dem Handy. Also entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus für die etwas schlechtere Qualität. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe hier so einen silbernen Organza bestellt und der ist gestern angekommen. Für das Schnittmuster habe ich mir eine eng sitzende Bluse von mir genommen und habe geschaut, ob ich sie überhaupt ohne die Knöpfe aufzumachen an- und ausbekomme. Das ging fit, also habe ich die Bluse auf meinem Schnittmusterstoff abskizziert und ausgeschnitten. Ach ja, und dann habe ich noch die Abnäher einskizziert, weil ich die vergessen habe. Ich glaube, ich muss alles doppelt machen, weil der Stoff zu dünn ist. Wenn ich den quasi so über mich halte, sieht es aus, als hätte ich gar nichts an. Ich habe Vorder- und Rückseite dann doppelt ausgeschnitten, habe irgendwie noch die Ärmel improvisiert, das Ganze zusammengenäht. Und dann ist mir bei der Anprobe aufgefallen, dass ich die Seiten falsch zusammengenäht habe. Oh nein. Also habe ich nochmal alles aufgetrennt, vernünftig zusammengenäht, die Ärmel befestigt, die Nähte verschlossen und dann waren wir auch schon fertig. Es ist nah am Original, hoffe ich. Unter dem Mesh Silber Organza Top trägt sie ein Spitzen-BH. Ich dachte, ich kaufe jetzt nicht extra ein Spitzen-BH dafür, weil ich so einen ähnlichen habe, aber in weiß. Sie trägt einen silbernen Rock. Den habe ich sofort gefunden auf Vinted für, weiß nicht, 5 Euro. Schuhe. Sie trägt so silber High Heels. Ich habe sie nicht in der Art gefunden, aber ich habe welche gefunden, die ich sehr sweet finde, die dem irgendwie nahe kommen. Das ist das allererste Piece, was ich gekauft habe für das ganze Video.
Irgendwie finde ich die richtig sweet. Ich liebe sie einfach. Und was trägt sie noch? Silberschmuck. Im Film trägt sie so eine braune kleine Tasche dazu. Habe ich leider kein Bild von, aber wenn ihr den Film schaut, seht ihr das. Die habe ich mir auch gebraucht gekauft. Yeah, this is it. Und hier ist das Iconic Outfit Nummer 4. I love it! This is it. We are done. Mir hat das richtig Spaß gemacht, das Video. Ich finde, die sind alle cute geworden. Schreibt mir gerne, was ihr denkt. Schreibt mir auch, von welchem Film ihr Outfits sehen wollt, die ich nachmachen könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Zeit. And I see you soon. Bye, bye. Und deswegen zeige ich euch heute 4, oh, das sind 8. In meinen Augen ist es iconic, okay? Ja. Excuse my hair, by the way. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Keine Ahnung. Don't ask me that. Das ist so peinlich. Ich hab Leas Ring nicht kaputt gemacht. I didn't mean to do that. Ja. Ja. Yeah.